Okay, Freunde, heute habe ich wieder ein extrem krasses Video für euch vorbereitet. Und zwar kennt ihr doch sicherlich noch alle meine Fortnite The Purge-Reihe. Und heute geht's weiter mit einer neuen, komplett geilen Story. Schaut euch unbedingt das ganze Video bis zum Ende an, Freunde. Natürlich grüße ich auch heute wieder einige aktive Zuschauer. Das ist der liebe Philipp, die liebe Jasmin, der liebe Ford, der liebe Ingo und der liebe Pickfish. Leute, falls auch ihr im nächsten Video gegrüßt werden wollt, dann lasst unbedingt ein Like, da abonniert diesen Kanal hier, aktiviert die Glocke in 3 Sekunden. Na los auf 3. 3, 2, 1. Leute, ich warte, liken und abonnieren, ja? Ich warte jetzt, bis ihr liked und abonniert. Drückt drauf. Und falls ihr mit mir schon immer mal RP machen wolltet, kommt auf meine Fortnite New City Roleplay Map oder auf meinen Discord-Server. Der Link ist ganz oben in der Beschreibung. Benutzt meinen Creator-Code Orxy im Item-Shop für den maximalen Drip. Und jetzt viel Spaß mit dem ganzen Video. Let's go. Let's go! Orxy! Oh Mann, Mom, ich bin doch... Orxy, sofort aufstehen! Mom, was ist denn bitte los? Ich bin richtig müde. Du kriegst gleich Stress. Ja, okay, ich stehe ja schon auf. Warte mal, wir haben heute Samstag. Warum wächst du mich an dem Samstagmorgen einfach auf? Was soll das? Weiß doch ganz genau, was heute anfängt. Was heute anfängt? Was denn bitte mal? Was ist denn das mit den Nachrichten? Oh ja, Orxy, es geht heute los. Hast du es vergessen? Hm, was ist denn das? Seht ihr das? Hallihallo, mein liebes New City und damit willkommen zu den Tagesnachrichten. Heute ist es wieder soweit, es beginnt The Purge. Ich weiß nicht, wie sich die Leute dieses Jahr darauf vorbereiten wollen. Letztes Jahr sind dabei ungefähr ein Drittel der Menschheitsbevölkerung umgekommen. Ich wünsche euch damit ein wunderschönes Frühstück und bin gespannt, wie es dieses Jahr läuft. Oh, Mom, du hast recht. Heute ist es ja wieder soweit, genauso wie jedes Jahr ein neuer Purge beginnt. Ich verstehe gar nicht, warum die Leute das immer so feiern. Das ist doch total, total schlimm, oder nicht? Ja, ich finde es auch extrem schrecklich. Aber Orxy, dieses Jahr haben wir richtig gut vorgesorgt. Heute haben wir richtig gut vorgesorgt. Mom, wir haben gar nichts vorgesorgt. Wir brauchen Waffen, wir brauchen Essenslieferungen. Wir müssen uns hier drinnen verbarrikadieren, verstehst du? Nein, Orxy, wir werden an einen ganz anderen Ort fahren. An einen ganz anderen Ort? Warte, sag nicht, dass du wieder einen neuen Freund hast. Ja, also, du weißt ja, den letzten habe ich ja über Discord kennengelernt. Und heute habe ich wieder einen über Discord kennengelernt. Über Discord kennengelernt schon wieder? Oh Mann, Discord ist doch keine Dating-Plattform. Was soll das denn jedes Mal? Ja, also mein letzter Freund, der hieß ja Enrico. Mit dem war das nicht so, aber der Thomas, ne, der ist schon 46. Der hat ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Und ich bin ja 35. Oh, ne? Und Mann, den Vater, Mann, ist das den Vater, nicht... den habe ich auch über Discord kennengelernt. Oh Mann, Mom, ist das nicht echt ein bisschen jung? Ich meine, da... Ich meine, ach, ist ja auch egal. Hey, mach du nicht auf, Leute, ich bin's. Oh, warte mal, erwarten wir noch Besuch? Wer soll das denn jetzt bitte sein? Ja, deine Stiefschwester wollte vorbeikommen. Meine Stiefschwester? Oh, bitte nicht, Mom. Hey, ich bin's, die Tochter von Thomas. Ich wollte euch gerne abholen und euch zu seinem wunderschönen Haus bringen. Da ist schon alles richtig sicher. Na los, der Patch beginnt doch schon bald. Na los, Orxy, pack schon deine 7 Sachen und ich unterhalte mich Sachen? Mit meiner neuen Tochter. Oh, Mann, hey, Mom, ganz ruhig. Wir werden ganz bestimmt nicht mitkommen, okay? Mom, überleg dir's nochmal. Ja, heute ist Purge. Wollen wir echt unser Leben in die Hand von der da geben? Im Ernst? Willst du dein Leben lieber in die Hand geben von einem Haus, das sich abgesichert ist, einer Frau, die keine Waffen vorbereitet hat und einer Frau, die nichts gekocht hat zum Abendessen? Mhm, ganz genau. Du hieß doch Orxy, oder nicht? Na los, wir müssen ab jetzt heute gut klarkommen. Mein Name ist... Nein, das musst du erstmal nicht wissen. Aber ich meine, wir sollten echt gut klarkommen, wirklich. Mom, die ist echt komisch. Die will mir nicht mal ihren Namen sagen. Hast du das nicht gerade gehört? Orxy, was ist dir lieber, mit ihr mitzugehen und deinen neuen Vater kennenzulernen oder hier zu bleiben und ja, am nächsten Tag nicht mehr aufzuwachen? Also wenn ich ehrlich bin, würde ich dann doch lieber hier bleiben einfach. Warte mal, was? Nein, also ganz ehrlich, Orxy, Maximilian, Jonathan, Johnson, Emre der Dritte, das geht so nicht, du kommst jetzt sofort mit. Okay, Mom, ich pack ja schon meine Sachen, so, na los, hier vorne einmal, zack, zack, hier vorne, so, zack, alles einmal reinmachen. Na so, pack ich doch, du bist ja eigentlich auch ein ganz süßer, ne? Ich bin ganz süßer. Oh Mann, bleib mir bloß weg. Ja, das hatte ich schon mal mit einer Stiefschwester und das will ich nicht nochmal machen. Nochmal schnell auf Klo und dann los. Ach, na gut, Mom, das kann es doch nicht sein. Jedes Jahr ein Purge das gleiche. Immer eskaliert es bei uns so. Einmal schnell die Zähne putzen. So, zack, da einmal Hände waschen und fertig. Ja, ich komm ja schon, Mom, ich komm ja schon. So, Orxy, wir gehen jetzt los. Auf, wir sind dein neues Zuhause und zwar zu meinem Dad. Ich mag Daddy. Oh ja, ich komm ja schon. Dann bis nächstes Jahr schönes Zuhause. Ich hoffe echt, dass wir den Tag überstehen werden. Na los, lass dick losgehen. Also ganz ehrlich, Orxy, ne? Solange wie du gebraucht hast, ist der Purge schon fast rum. Oh Mann, es hat noch nicht mal los, es hat noch nicht mal begonnen, Mama. So, dann los, dann lass dick loslaufen. Was, Thomas, wer ist das denn mein bitte? Schatzi, gib mir Papa, da bist du ja schon.
Gisela, meine Honigblume, wie schön, dich endlich mal richtig zu sehen. Ach, mein lieber Thomas, es ist so schön, dich nicht mal beim FaceTime bei Discord zu sehen. Ja, in Real Life siehst du glatt schöner aus. Gib schon deinem Honig-Kasi-Bubu-Bärchen ein Küsschen, mein Süßer. Ach, du Honiggewebe, du bist die Liebe meines Lebens. Komm in meine Arme. So süß wie Baklava du bist. Ach, mein Engel, ich liebe dich so sehr. Ach, mein Engel, ich liebe dich so sehr. Sind die etwa immer so komisch oder was? Das kannst doch echt nicht sein. Oh Mann, sind die etwa immer so komisch oder wie? Oh ja, ich glaube, daran müssen wir uns wohl erstmal gewöhnen. Naja, Papa, ich will vorne sitzen. Ich will vorne sitzen. Bitte, Papa. Nein, neben mir sitzt meine Frau. Auf gar keinen Fall. Sitzt du neben meinem Schatzi-Hasi-Pupsi-Bärchen? Alle sofort einsteigen! Ja, okay, wir steigen ja schon ein. Oh Mann, das kann's hier wohl echt nicht sein. Na los, hier, zack, ich gehe vorne einmal direkt rein und tapp, na los. Hä, komm schon rein, worauf wartest du denn bitte? Ja, okay, ich komm ja auch schon rein. Sag mal, Papa, hast du noch die Kekse von gestern dabei, Die Kekse sind schon ewig lange abgelaufen. Aber wenn du unbedingt Hunger hast, wir brauchen heute sowieso viel zum Essen. Ganz genau, der Purge ist kein Kindergarten. Oh Mann, ich bin echt mal gespannt, wie das neue Zuhause aussehen wird. Ich hoffe echt, dass es gut wird. Oh ja, es wird richtig gut. Bei uns ist sicher. Mach dir keine Sorgen, Bruderherz. Oh, ich bin nicht dein Bruder. Naja, ist ja auch egal. Los geht's. Sie? So, seid ihr alle angeschnallt? Warte mal, angeschnallt? Wofür denn bitte? Was machst du? Warum bist du aber durch die Schranke gefahren? Was sollte das denn bitte? Peter, du kennst aber die Verkehrsregeln auswendig, als ob du beim schnellsten Verkehrsamt arbeiten würdest. Ach, mein liebes Mäuschen, für dich breche ich alle Regeln. Ganz genau. Wir sind ja auch beim The Purge. Der fängt ja gleich schon an in einer Stunde und deswegen darf man das ja jetzt schon machen, oder nicht? Oh Mann, Leute, ihr seid echt alle so wahnsinnig. Ich hasse den Purge. Wieso gibt es überhaupt so einen Purge? Das macht gar keinen Sinn. Sag mal, welches von diesen Villen hier gehört eigentlich dir? Das sind echt schöne Häuser, Peter. Bitte sprecht nicht mit Thomas an. Peter ist nur mein Zweitname. So hieß mein Großvater. Ein toller Mann. Mein süßer Thomas Peter. Nicht so toll wie du. Oh Mann, ich bin echt mal gespannt. Ah, hier vorne ist also deine Garage. Bin ich echt mal richtig gespannt. Das Haus ist echt viel, viel sicherer als unseres, oder nicht, Mom? Hier kann man, glaube ich, viel, viel mehr machen, ne? Ja, natürlich, Oxy. Deswegen wollte ich ja auch hier hin. Aber du wolltest ja lieber dort bleiben. Okay, ich steig direkt aus. Dann gehe ich mal direkt in mein Zimmer rein. Okay, Leute, bitte mich nicht stören. Ich muss kurz telefonieren. Warte mal, du musst in dein Zimmer reingehen? Na gut, dann bis nachher. Oh Mann, sag mal, wo können wir denn bitte reingehen? Hier, wo ist der Eingang, Peter? Euer Thomas, meine ich. Hier, wir können durch den Garten gehen. Durch den Garten, Oxy, wie gefällt es dir so, als ich im Discord-Stream seinen Kontostand gesehen habe? Da habe ich mich doch als über Kopf verliebt. Oh Mann, Mom, sag mir nicht, dass du ein Golddigger bist, ja? Du redest schon wie die ganzen Golddigger. Da war gerade ein Schuss, hast du das gerade gesehen? Es fängt ja auch gleich an. Der Purge beginnt gleich, Leute. Die Nachrichten sind schon da. Na los, kommt alle rein. Rein mit euch. Warte mal, alle rein. Na gut, ich komme ja schon rein. Oh Mann, der Purge beginnt jeden Moment. Oh, sag mal, Thomas, sind das etwa echte Waffen? Oh ja, ganz genau. Das ist unsere Waffenkammer. Bedien dich ruhig. Oh, Papa, kriege ich die Sniper? Schau dir mal an. Mit der Pistole kann ich gut umgehen, aber mit der Sniper, pam, pam, da werde ich ihn besiegen. Oh Mann, das sind echte Waffen, mit denen man einfach Menschen verletzen also, kann. Oxy. Oh, das ist echt ein bisschen gefährlich, oder nicht? Oxy, was ist das denn mit? Was passiert hier mit? Oxy, leg die Waffe weg. Oxy, das hätte echt in die Hose gehen können. Stell dir mal vor, du hättest jemanden getroffen. Gut, dass ich die Waffe ausgeschaltet habe. Oh Mann, du hast recht, tut mir echt leid. Na gut, ich leg die Waffe erstmal weg, ja? Ist nicht so schlimm, Stiefbruder. Okay, Papa, wollen wir ihm direkt die ganzen Zimmer zeigen, oder wie? Ganz genau. Das Zimmer hinter dir ist das Zimmer von mir und deiner Mutter. Das Zimmer hinter mir? Ah, das hier vorne wahrscheinlich. Hier schläfst du und Mama, oder wie? Na gut, habt ihr etwa zwei Betten, oder? Nee, ihr habt doch nicht echt ein Doppelbett, oder? Mom, du kennst mich doch noch gar nicht so lange. Oxy, von nix kommt nix, ne? Heute am Purge wird's wohl zweimal krachen, wenn du verstehst, was ich meine. Warte mal, was? Das ist echt eklig. Ihr seid doch noch zu jung. Oh Mann, das war echt komisch. Na gut, ich zeig dir direkt unser Zimmer, ja? Unser Zimmer, na gut, das wäre wohl jetzt etwas Sehenswürdiges. Sag mal, haben wir etwa auch ein Zimmer zusammen, oder wie? Ganz genau. Komm einfach mal mit durch, ich zeig dir das. Aber wir haben zwei richtig coole Doppelbetten und es ist hochgesichert, dass keiner hier reinkommen kann. Außerdem haben wir Alarmanlagen und sogar Kameras draus installiert. Oh, warte mal, das alles wirklich? Das sieht eigentlich echt ganz sicher aus. Und wir haben hier sogar ein Fenster, ne? Wollen wir das nicht lieber zumachen? Das zumachen? Nein, das
brauchen wir. Wir müssen doch schauen, was so alles passiert in der Nacht heute. Es wird richtig cool. Oh Mann, du bist auch so eine Wahnsinnige, die den Purge feiert, ne? Ich hoffe echt, dass es heute nicht komplett eskalieren wird. Warte mal, hört ihr das? Die Sirenen gehen los. Mein lieber Scholli, es geht ja schon los. Alle vor die Glotzkiste. Leute, kommt alle vor den Fernseher. Der Purge beginnt. Na los, schnell. Wir müssen vor die Glotze. Lauf schon runter, schnell. Mama, Papa rufen uns doch. Mama, Papa rufen uns? Oh Mann, ich hasse den Purge, Leute. Jedes Jahr dasselbe. Na los, kannst du einmal runtergehen. Oh, doch komm da runter und schau sie mit uns beginnt. An. Oh Mann, was ist das denn bitte? Es geht ja richtig los. Oh Mann, es eskaliert ja komplett. Dies ist kein Test. Hier spricht das Notfallübertragungssystem. Wir verkünden den Beginn der diesjährigen Purge der Säuberung, die offiziell von der US-Regierung zugelassen wurde. Waffen der Klasse 4 und niedriger sind für den Einsatz während der Säuberung erlaubt. Alle anderen Waffen sind nur begrenzt genehmigt. Regierungsbeamten vom Rang 10 wurde für die Säuberung Immunität gewährt und sie dürfen nicht verletzt werden. Sobald die Sirene ertönt, sind sämtliche Verbrechen, einschließlich Mord, für 12 Stunden erlaubt. Polizei, Feuerwehr und medizinische Notfalldienste sind bis morgen früh um 7 Uhr, wenn die Säuberung endet, nicht verfügbar. Gesegnet seien unsere neuen Gründerväter und Amerika, eine wiedergeborene Nation. Möge Gott mit ihnen sein. In ein paar Sekunden ist es soweit und dann beginnt der Purge. Also würde ich sagen, hier der Countdown. 5, 4, 3. Oh, wie episch ist das denn bitte? Es beginnt jeden Moment. Irgendwie finde ich es doch sehr, sehr interessant gerade, ne? Mhm, es wird auch richtig interessant. Meistens überleben die Reporter nicht. Warte mal, was sagst du da, Stiefschwester? 3, 2, 1 und viel Spaß mit dem diesjährigen Purge. Jetzt hab ich dich, genau das meinte ich, schau. Oh, warte mal, was ist da gerade bitte passiert? Alter, oh nein, der Purge beginnt. Und, hörst du schon die Schüsse draußen, mein neuer Sohn? Oh ja, jetzt wird's richtig aufregend. Dann krieg ich die Beförderung wohl, Gegensatz zu Beginne. Oh Mann, die schießen einfach draußen rum, das ist mir echt zu viel. Hey, Stiefschwester, was sollen wir jetzt machen? Ich würde sagen, lass uns das ganze Spektakel anschauen. Ich hab da oben Kameras installiert, komm einfach mal mit. Oh, ihr habt sogar alle Waffen dabei. Na gut, ich komm einfach mal mit. Oh Mann, der Purge beginnt einfach, ich bin sowas von gespannt, wirklich. So, und stell die Tür auf. Also schau mal, hier habe ich schon die ganzen Kameras installiert. Kameras installiert? Jetzt bin ich mal richtig gespannt. Und oh, was ist das denn bitte dort? Schau einfach mal hier auf meinem Handy, ja? Hier, nimm einfach mal. Oh, vielen, vielen Dank. Ich schau mal direkt und oh, das sind also die ganzen Kameras. Die habt ihr in der ganzen Stadt installiert. Mein Papa ist so ein richtiger Technikfreak. Schau mal da vorne. Oh, da passiert ja schon was. Oh, was ist das denn bitte? Ich würde sagen, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Nein, bitte nicht. Ihr dürft mich antun, bitte. Das ist mein erster Purge, bitte. Tja, wer das erste Mal purge, sollte halt lieber nicht purgen gehen. Na los, knall ihn schon ab. Und bam. Oh, warte mal, was? Das ist ja extrem gruselig. Und das ist jedes Jahr so im Ernst? Oh ja, ganz genau. Jedes Jahr so an purge. Kinder, runterkommen. Warte mal, runterkommen. Ja, wir kommen ja schon. Oh Mann, wir haben uns gerade die ganzen Sachen angeguckt auf der Sicherheitskamera, die da alle installiert waren. Das geht ja draußen richtig ab. Das ist echt ein bisschen gefährlich, oder nicht? Oh ja, Mama und ich wollen heute auch mal purgen gehen. Wir verlassen gleich das Haus. Ganz genau, der Thomas Peter wird schon auf uns aufpassen. Also keine Sorge, Kinder, wir verpassen heute Menschen ein paar Extralöcher. Oh Mann, Mama, Papa, passt bitte auf euch auf. Ja, ich bleib wieder mit Orks. Ich werde ihn beschützen. Er kann ja nicht so gut. Warte mal, was? Hey, Mom, bitte überlegt jetzt nochmal. Okay, das ist echt kein Spaß draußen. Da werden Menschen ins Grab geschickt. Schau mal, wie düster das draußen ist. Lass uns doch einfach, wir verstecken uns alle hier drinnen, okay, Leute? Wäre es nicht eine viel bessere Idee? Ach, komm schon. Das ist der Raum von mir. Ach, komm, Orksi, es passiert schon nichts. Wirklich. Ganz genau, Orksi. Moment, wartet mal. Hört ihr da oben auch irgendwelche Schritte? Kinder, ganz schnell in den Raum rein. Ich und Peter gehen nach oben. Warte mal, in den Raum rein. Ey, jetzt wartet doch mal. Hey, warte, was sollen wir denn bitte in den Raum hier drin machen? Los, Orksi, geh schon rein. Schnell zusperren. Es tut mir leid, Kinder. Ich hab euch sehr lieb. Warte mal, ich krieg die Tür gar nicht mehr auf. Oh Mann, ich hoffe, da wird alles gut gehen, ne? Keine Sorge, ist doch bewaffnet. Es wird schon nichts passieren. Außerdem habe ich auch eine Waffe dabei. Schau doch. Oh Mann, das kann so echt nicht sein. Ich hoffe echt, dass da oben alles gut geht. Ist hier jemand? Zeigt euch schon. Ganz genau, ich und der Thomas haben Waffen. Hahaha, ich hab euch. Nehmt sofort die Hände hoch, ihr beiden.
Wir sind viel zu viele. Nimm die Hände hoch. Nein, Thomas, Peter, ich glaube, die haben uns. Ich hab dich lieb, mein Schatz. Ja, genau, mein Schatz. Komm in meine Arme. Wir küssen uns ein letztes Mal. Komm her, ein letztes Mal. Wie auf Discord. Wir werden euch erstmal mitnehmen. Komm mit. Na los, bewegt euch. Wo, wenn der Peter meine Hand nehmen darf? Ja, komm an meine Hand. Sonst gehe ich los, keinen geht Schritt. Los. Na los. Oh nein, was passiert denn nur? Euch. Das ist echt überhaupt nicht gut. Was geschieht denn nur? Nein. Knochen, könnt ihr ein bisschen langsamer machen? Oh nein, Oxy, Mama und Papa wurden entführt. Was machen wir denn jetzt? Aha, wir haben mal die Eltern entführt. Na los, lauft schon, ihr kleinen Eltern. Nein, Oxy, du musst überleben. Wer macht uns die Steuererklärung? Oh nein, Mama, nein, bitte nicht. Das war's.